würde lieber fahren, als hier zu gucken. Das erste Mal fahren und nachts fahren finde ich auch immer besonders toll. Aufs Dabeisein, auf die Gemeinschaft, auf die Strecke natürlich. Ihr Sohn fährt mit, wenn er vorbeikommt, da freut man sich ja dann auch immer wieder, dass er dabei ist. Ich bin hier früher Lok gefahren, für mich ist das eh was Besonderes. So hätte es letztes Wochenende im Landschaftspark Duisburg-Nord eigentlich aussehen sollen. Viel Staub, viel Schweiß, viele Mountainbikes und das 24 Stunden lang. Doch so sah es letztes Wochenende eigentlich im Landschaftspark aus. Leer. Den Veranstaltern des 24-Stunden-Mountainbike-Rennens blieb nichts anderes übrig, als die Veranstaltung abzusagen. Der Grund? Corona, beziehungsweise das Verbot von Großveranstaltungen. Doch auch wenn in diesem Jahr keine 2000 Mountainbiker 24 Stunden lang ihre Fahrradreifen zum Brennen bringen, wird der Gedanke, für den guten Zweck Spenden zu sammeln, von vielen Radfahrern trotzdem nicht vergessen. Wer das 24-Stunden-Rennen, so wie wir es kennen, kann dieses Jahr aufgrund des Coronavirus leider nicht stattfinden. Peter Bongartz, unsere Turbobiker, lassen sich aber trotzdem nicht davon abhalten, eine Spendensammelaktion durchzuführen. Wie genau, das kann er uns jetzt selber erzählen. Er ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Guten Abend, Herr Bongartz. Guten Abend, Frau Henke. Schön, dass ich mal wieder bei Ihnen da sein darf. Ja, fast bei Ihnen. Alles ja. Noch digital. Jetzt hätte ja letztes Wochenende das 24-Stunden-Rennen eigentlich stattgefunden. Wie traurig waren Sie dann letztes Wochenende, dass Sie eben nicht 24 Stunden auf Ihrem Fahrradsattel sitzen durften, konnten? Ich glaube, jeder von uns Biker, es waren ja insgesamt 2000 ungefähr angemeldet sind, waren alle sehr traurig, dass es nicht stattgefunden hat. Das 24-Stunden-Rennen ist ja mittlerweile hat einen Kultstatus mittlerweile bekommen. Es gibt die vielen Halbprofifahrer, die mitfahren, aber es gibt auch sehr, sehr viele Privatfahrer, die mitfahren, die einfach sich auf das ganze Jahr auf dieses Rennen gefreut haben. Das ist natürlich dann schlimm, ja. Immerhin haben Sie den Termin vor Augen, am 21. August wird es ja höchstwahrscheinlich nachgeholt werden. Ja und nein. Wir Biker haben uns einfach überlegt, dass wir ein virtuelles Rennen machen, wie so manches, wie auch der Duisburger Marathon, den jeder für sich gelaufen ist. So wollen wir Biker dann einfach auch für uns tagsüber so viel fahren, wie wir können und eben abends zur Sicherheit ums Spinningrad oder auf dem Trimrad fahren. Und einfach mal schauen, wie viele Kilometer wir schaffen. Okay, also obwohl das 24-Stunden-Rennen nicht stattfindet, möchten Sie eben trotzdem Fahrrad fahren für den guten Zweck. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, Sie fahren virtuell. Wie läuft das dann ab? Also fahren Sie alle Turbobiker an einem Tag dann oder überstreckt sich das dann über den ganzen Monat hinweg, dass Sie da die Kilometer sammeln? Wie sammeln Sie jetzt alternativ die Spenden? Wie läuft das ab? Also dieses Jahr haben wir keine Kilometerspende, wir haben also eben nur Festspenden und wir Biker haben einfach gesagt, wir haben einfach so Spaß am Fahrradfahren gehabt, das ganze Jahr schon mal, wir haben auch trainiert dafür, dass wir einfach gesagt haben, wir machen ein virtuelles Rennen, einfach nur just for fun. Und dann haben wir uns eben den 21. August ausgesucht, wo dann eben alle viel Zeit haben und auch die meisten wieder so im Urlaub zurück sind. Und dann fahren wir dann individuell, jeder für sich oder es tun sich vier Leute zusammen. Aber coronamäßig richtig dann zusammen. Was die Spenden angeht, es sind jetzt 8.660 Euro schon zusammengekommen. An wen geht dieses Jahr das Geld? Das geht an den Bunten Kreis und an den VKM hier, beide Organisationen aus Duisburg. Was machen die genau? Der Bunte Kreis kümmert sich quasi im Übergang vom Krankenhaus in die Familie, kümmert sich eben mal speziell um Kleinkinder, die irgendwelche Defizite haben. Und diese Organisation kümmert sich einfach darum, dass die Kinder ordnungsrichtig gut versorgt werden und die bestmögliche Versorgung kriegen. Und der VKM ist eben eine Organisation, die sich dann eben um alle Kinder kümmert und Jugendlichen kümmert, die eben behindert sind in irgendeiner Weise. Warum haben Sie sich in diesem Jahr genau für die beiden Organisationen entschieden? Das war einfach. Wir fahren für die beiden jetzt schon 6 oder 7 Jahre hintereinander und wir finden, beide haben das Geld einfach verdient und durch die vielen Spendenausfälle der Industrie haben beide es auch sehr nötig, das Geld zu bekommen. Und wenn man jetzt sich beteiligen möchte, wie kann man sich Ihrer Spendenaktion anschließen? Das ist ganz einfach. Wir haben eine Webseite www.turbo-biker.de und da findet man unsere Kontonummer, wo man das Geld einzahlen kann. Oder es gibt mittlerweile diesen QR-Code, wo man wunderbar per PayPal und ganz leicht einzahlen kann.
Und wir würden uns freuen über jede Spende. Und es gibt als Hauptgewinn sogar ein Audi Cabrio Wochenende zu gewinnen, inklusive 500 Kilometer und so weiter und so fort. Oh, okay, das ist dann auch nochmal auf jeden Fall eine wichtige Information zum Schluss. Genau. Voraussichtlich am August 2021 wird es ja dann auch eine Neuauflage des 24-Stunden-Mountainbikes-Rennens geben. Dann können Sie auf Ihre persönlich übliche Weise ja wieder die Spenden erradeln. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, Herr Bongartz. Vielen Dank für das Interview.